Ja, moin zusammen, und da geht's auch direkt weiter mit Pizza Connection 3. So, davon wurde nur eine verkauft, davon nur 5, davon nur 2, aber erste Veggie-Pizza. Und erste. Wurden die doch alle verkauft anscheinend. Da mache ich mal dann auf 4 runter, hier auf 6 Pizzen hoch. Und dann bin ich mal neugierig. So ein Laster. Wenn ich irgendwo so ein Laster rumstehen sehe, ob ich mir den pachten kann. Einkaufszentrum. 252 kostet das hier nur. Hotel, das ist aber relativ weit weg. Apartment, Apartment. Hotel. Könnt ihr das mir hier noch mieten? Von 9 bis 18 Uhr, auch wieder so ein Eintagesbetrieb. Aber erstmal möchte ich hier die Quests noch. Du hast Schulden, ja, aber nicht lange. Ja, erst nochmal die Quests hier erfüllen. Und Angestellte. Nee. Nee, nee, nee. So, 9 bis 21 Uhr. Lager ist. Muss ich auch nochmal ein Auge drauf schmeißen. 668 von 720. Das passt aber. Jetzt wird du mir nicht auch noch krank. Wer bist du denn? Auch noch die? Ach du Güte, sind beide krank. Dann hole ich mir hier noch mal eine Angestellte dazu. Nicht leisten. Nee, es ist blöd. Achso, geht das auch? So, den Tag müsst ihr noch mal durchhalten hier. Ist hier keiner. Jetzt kommen sie. Ach du Güte, jetzt kommt aber richtig der Ansturm. So, dann hier Angestellte. Arbeitssuchend. Nicht zugeordnet. So, du kommst hier mal zwischen. Jo. Hier muss ich auch mein Personal verdoppeln. Obwohl, einen Tag halte ich hier noch durch oder muss ich durchhalten? Ich kann mir den. Ah, ich kann mir einen Herd leisten. Okay, hat sich gerade erledigt. Gut, wie sieht's da aus? Hier muss irgendwie ein Restaurant auf die Ecke. Hier oben. Ach, da, Bingo. Guck mal. Ich das hier pachte und ausbaue. So, was haben wir denn hier? Bonzen haben wir recht viel. Touris haben wir viel. Hier ist eigentlich relativ durchwachsen.
Was kommt hier so? Ah, nicht wirklich viel, ne? Und das meiste auch erst gegen Nachmittag, Abend. So, du gehst dich kurieren. Und du auch. Ist natürlich doof, wenn beide in derselben Schicht krank sind. So, aber hier kann ich schon mal eine arbeitssuchende Aushilfe noch mal mir dazu holen ins Boot. Quasi vom gleichen Zeitraum. Also 9 bis 21 Uhr ungefähr. Mhm. Ja, passt. Lass ich so. Gut. Läuft aber gut. So, wenn hier Feierabend ist. Hier ist Feierabend. So, mal kurz Pause machen. Der ist nämlich auch schon wieder fast krank. 9 bis 21 Uhr lasse ich hier mal auf. 3 Köche, 3 Kellner, 2 Lieferanten. Dann passt das hier oben. Dann ist immer irgendwie einer da oder immer irgendwie einer krank. So, du kannst mal einen Lehrgang in Freundlichkeit vertragen. Und du bist eh krank. Dann das da. So, dann lasse ich das hier oben laufen und kümmere mich jetzt erstmal um den Laden hier. Angestellte. So, Zugewiesene. Du kannst mal dich da verbessern. Du auch. Freundlichkeit. Kannst gern. Gehst dich mal auskurieren. So, Lieferung bis da nur. So, sehr cool. Nicht genügend Zutaten auf Lager. Moment. Angestellte. Ja, ich mach das mal so. Lieferte waren Werbung, kommt auch noch nicht. Lagernutzung, siehst du, da habe ich hier oben auch noch kein Auge drauf. Aber das passt eigentlich ganz gut hier. So, wie sah das hier aus? Die habt ihr alle verkauft. Die habt ihr nicht so viele verkauft. So, 7 Pizzen. 10 Pizzen. Da habt ihr nämlich kaum was von verkauft. So, machen wir nur 8. Und 9. Und den Rest wird dann auf die Veggies aufgeteilt. So, Architekt. Innenarchitekt beauftragen. Richte den Raum mit für die ausgewählte Besuchergruppe. Nein, Räume ändern. So, das wird in einen Speisesaal. Oh. Abbrechen. Grundriss ändern. Ach Gott.
Ist das dann hier der Futterraum? Den finde ich aber ein bisschen klein. Das möchte ich gerne. Grundriss anwenden. So. Lager, Küche, Speisesaal. Sehr cool. Übernehmen. So, dann habe ich... Gut, fange ich in der Küche an. Ich habe gerade geguckt, ob ich hier die Rücken an Rücken stelle, so wie in dem anderen Laden. Oh, verdammt. Warte mal, welche war das jetzt? Da oben. So, dann habe ich noch Tische und Stühle. So. Jetzt geht's nämlich los. Der Laden wird brummen hier. So, einer kommt hier hin. Einer kommt da hin. Und dann kommt hier noch gleich einer hin. Mit ein bisschen Abstand natürlich zueinander. So. Erstmal ein Tisch mehr. Und je nachdem, wie es gleich aussieht. Je nachdem, wie es gleich aussieht mit der Kundenbetreuung und so weiter, werde ich dann entsprechend noch anpassen. So, mit Lampen zum Beispiel, Deko, Blumen, Pflanztöpfe. So eine Trennwände wäre natürlich auch richtig schick. Guck mal. Kann man hier so im Eingangsbereich hochziehen. Mit einem Blumentopf dann im Eingang. Aber das mache ich später. Erstmal spare ich mir die Kohle ein bisschen. Muss jetzt da noch einen zweiten Koch einstellen, oder hatte ich das hier schon zugewiesen? Ne, einen zweiten Koch habe ich hier nämlich noch nicht. So, arbeitssuchend. Simon Barone. Zack. So, gleich noch Ausbildung in Geschwindigkeit. Motivation. Ach, guck mal. Das gibt's hier auch noch. Wie sieht das denn hier aus mit der Motivation meiner Leute? Krankgeschrieben, krankgeschrieben, krankgeschrieben. Ja. Sieht soweit gut aus. Sehr schön. So. Jupp, jupp, jupp. So, und hier sind auch relativ viele Bonzen und Touristen. Dann würde ich mir hier sonst mal eine Bonzenpizza erstellen lassen, wenn ich das Geld später habe. Und hier alles auch so für Bonzen irgendwie einrichten, dass die sich hier wohlfühlen. Hier. Arbeiter. Kostet 732. Siehst du, das wollte ich, glaube ich, als nächstes haben. Hier unten.
519. 1029. Oder ich gehe in den Nordwesten. Pling. So. Besucher. Gut. Zulieferkette. Perfekt. Möbel. Habe ich sogar vorgestern ein bisschen plus gemacht. Ach, hier kann ich jemanden herschalten. Cool. So, das ist der Foodtruck. Veggie-Pizzen haben sie komplett aufgefuttert. Erhöhe ich dann mal. So, hier könnte ich vielleicht auch erhöhen, obwohl das reicht eigentlich. Null. Null. 0 und 0. Hier wird irgendwie komplett aufgegessen oder es liegt daran, dass ich immer wieder am Renovieren bin. Ja, ist schon ganz praktisch, nach jedem Tag hier einmal komplett durch den Laden zu huschen, um zu gucken, wer ist da, wer ist nicht da. So, ab 9 macht der Laden auf. Die auch. 3. So, das ist mein Laden jetzt hier. So, 12 bis 21 Uhr. Der Laden hat Schwierigkeiten. Durchschnittsqualität der Zutaten ist schlecht. Wie sieht das denn hier aus? Wow, 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 wow. Warte mal, Pause. Lieferpriorität, Waren. Okay, was ist da los? Machen das die Angestellten sauber oder wie sieht das da aus? Weil das ist ja richtig scheußlich hier. Vielleicht geht da keiner gucken, irgendwie Gesundheitsamt oder so, keine Ahnung. Menükarte. Miete ein Warenhaus, um die Qualität deiner gelieferten Waren zu verbessern. Wie kann ich das mieten? Habe ich noch nicht raus, wie das hier an der Stelle funktioniert. Ja, geschlossen. Nicht genug Zutaten auf Lager, aber die kommen ja gleich. Alles reparieren. Okay. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Okay, das würde ich dann direkt auch nochmal mit dem anderen Restaurant machen. Ups. Warte mal, wann kommt der Lieferant? Müsste eigentlich jetzt schon gleich da sein. Hier habe ich ihn gerade gesehen. Okay, Lager ist wieder frisch. Dann machen das tatsächlich die Lieferketten-Jungs hier.
So, der Laden hat auf. Ich kriege hier gerade echt ins Minus, ne? Aber jetzt kommen die Leute. Wie sieht's da aus? Ja. Finanziell sieht es irgendwie gerade nicht so schön aus. Aber ich hoffe, das ändert sich gleich alles. Nee, die rennen wieder weg, weil sie nicht bedient wurden. Ah, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Die eine ist nämlich noch krank. Der schafft das nicht alleine, hier alle zu bedienen. Dreißig Pizzen noch auf Lager. Fleischpizzen werden hier irgendwie gar nicht gegessen. Boah. Dann kommt der wieder. Tag 11. Ja, hoffen wir es mal, ne? So, wie ist hier? Auch noch einige krank. Oha. War kein guter Tag. Starten mit Minus in den nächsten. Müsste uns mal schauen, dass ich hier bei meinen Pizzen vielleicht mal den Preis noch ein bisschen anheb. Kann sich die Pizza leisten? Kann sich die Pizza leisten? Preis ist okay. Ruf die Bonze. Belagmenge gefällt ihm nicht, so. Ja, ich mach mal auf 180. So, und die Veggie-Pizzen laufen gerade echt gut. Die sind zu teuer. Preis ist okay. Ja, gehe ich hier auch noch mal ein bisschen höher. Kann sich die Pizza leisten, ist zu teuer. Pizza leisten, Teenager. Preis ist okay. Kann sich die Pizza leisten. Ja, gehe ich hier auch noch mal einen höher. So, und die zweite Veggie-Pizza, da gehe ich auch direkt einen höher. Gut, und ich möchte eigentlich mal hier noch was von hochladen. Ich habe nämlich zum Beispiel keine Thunfischpizza. Und kann man die noch bearbeiten? Abbrechen. Guck mal. Nee. Bonzen-Touristen mögen die nicht so gerne. Dann Tedesca. Mal gucken, was das ist. Mögen die Bonzen auch nicht. Ich suche jetzt mal eine, die die Bonzen mögen. Spinatpizza. Ach du Güte. Ups.
Nehme ich noch auf? Bin gerade irgendwie. Moment. Ne, ich bin noch da. Bin gerade irgendwie. Ich dachte, ich wäre aus dem Spiel geflogen. Wurde gerade einmal rausgepfeffert. Quattro Formaggi. So ein Klassiker. Mögen die Bonzen auch nicht. Hawaii. Mögen die Bonzen auch nicht. Ups. Mögen die Bonzen auch nicht. Fungi. Mal gucken. Mögen die Bonzen auch nicht. Caprese. Mögen sie auch nicht. Ja, geht so. Begeistert sind sie auch nicht. Gut, dann lasse ich das mal mit der Backstube. So, du hast Schulden. Die Kunden wollen Vielfalt. Ja. ...25 Stunden. Erreiche einen positiven Kontostand. Gut, Besucher kommen wieder mehr. Zulieferkette ein bisschen weniger. Alles perfekt. Wie viel habe ich denn hier überhaupt im Lager? Waren. 506 von 720 ist noch drin. Könnte ich sogar noch mal ein bisschen das Lager reduzieren. Auf die Hälfte. So, neuer Tag, neues Glück. Jetzt ist er hier bald krank. Die schicke ich mal beide nach Hause. So, und heute sind beide Köche und beide Kellner da. Dann sollte das hier an der Stelle hoffentlich ein bisschen flüssiger laufen. Und meinen Foodtruck nochmal schauen. So, 8 Pizzen der zweiten Veggie-Pizza von 13. Fleischesser. Hier haben sie aufgegessen. Da ziehe ich hier noch einmal, gehe ich hier einen hoch. Was? Wurde ausgebildet. Ach cool. Wer ist denn das überhaupt? Mhm. Arbeitet hier oben, ne? Ja, genau. Eine meiner Küchen. Oh Gott, erreiche einen positiven Kontostand, das wird doch nichts. Es läuft aber besser diesmal hier unten. Aber die Kellner. Ich brauche einen dritten Kellner. Wird knapp. Plus. Gut, Geigenfrist. Gerettet. So, wenn er von denen einer krank wird, dann habe ich hier schon wieder verloren, ey. Hier mal nach Geld, wir hier noch eine Aushilfe haben. So, zack. Unterrichtet wirst du in Freundlichkeit. Du wirst kuriert und dann hole ich mir noch einen Koch an Bord. So, kosten 100 da. Und besser werden.
Jo, doch. Knapp, aber klappt. Zweite Veggie sind noch 10 Stück übrig geblieben. Davon noch 3, hiervon noch 8. Erste Veggie-Pizza. So, gehen wir auch auf 10 runter und da höher. Gut, passt. Jetzt würde ich sagen, lasse ich erstmal einen Tag so laufen, bevor ich mich jetzt wieder in die Nesseln setze und fast in die Pleite renne. Gut, kurzer Blick auf die Uhr, halbe Stunde. Pling, durchschnittlich Besucher. Gut, Lagerbestand haben wir noch 240. 254, sehr cool. Das passt. Und plopp, kommt die Abrechnung. Der hat Schwierigkeiten. Boah. Warte mal. Qualität ist nicht so schön. So, da kommt der Lieferant und der macht dann anscheinend auch wieder klar Schiff im Laden. Er kommt wieder an Tag 13, also morgen. Ja, und dann ist immer irgendwie einer krank von den Köchen, aber die Kellner fangen das ganz gut ab. Lieferant kommt auch morgen wieder. Dem geht es noch recht gut. So, und der eigentliche Ansturm kommt irgendwie erst ab 11. Und die meisten rennen hier an mir vorbei. Was ist denn da los? Könnte ich hier mit meinem Foodtruck sonst mal runter, auf die linke Seite. Mache ich morgen. Und hier kommt echt viel Laufkundschaft um die Mittagszeit. So, 3.500 plus, aber momentan habe ich das Gefühl, ich tanze so ein bisschen auf der Stelle. Angestellt. So, Leute, wie geht's euch denn? Der ist bald krank, der ist aber bald wieder da. Gott, ich mache jetzt einfach mal den Chefkoch. So, für die Bonzen. Chefkoch finanzieren geht nicht.
Wieso geht das nicht? Gib einen Namen für diese Pizza ein. Ach so, vielleicht deswegen. Bonzenpizza. So, stecke ich mein ganzes Geld rein. Ich hoffe, der bringt's. Daumen drücken und... Wow, für 18 Bonzenpizza. Perfekte Belagmenge. Was hast du da überhaupt alles drauf beim Abbrechen? Peperoni, Banane, Gouda und Regenwürmer. Euer Ernst, Leute. Aber die Gewinnspanne sieht für mich schon mal sehr cool aus. Ach, guck mal. Ha! Hier unten, Kundenbewertung für dieses Pizzarezept inklusive Preis. Nein, abbrechen. Speichern. Bonzenpizza. Tada, sehr geil. So, Menükarte. Bonzenpizza kommt hier mit rein. Genauso wie hier oben. Achso, war ich schon hier. Und da oben natürlich auch. So, und zum Feierabend hin. Ja, beziehungsweise morgen müsste ich nochmal durchlaufen lassen. Finanzen. Vorgestern haben wir echt viele Pizzen verkauft, heute nicht ganz so. Pause. Und zwar nochmal die Angestellten durchschauen. Ja, die lasse ich mal arbeiten, ein bisschen mehr durchbrennen. Der ist fast krank. Gut, 176 von 600. Lager sieht gut aus zum Feierabend hin. Da sieht es auch gut aus. Hier könnte ich sogar minimal reduzieren, aber lasse ich es nochmal. Dann die Menükarte. 26 Pizzen. Guck mal, wird echt alles aufgegessen, ne? Maximum. Okay, hängt das mit dem Lagerbestand zusammen? Ich vermute es fast. Lager verwalten. So, ich mache einfach mal auf 1200. Nur um zu gucken, ob... Ja, dann können hier 26, 48, 41, 56, 27. So, wenn ich jetzt das Lager nochmal reduziere. Waren... mal auf 20 runter. 26, 48, 46, nee, es bleibt. So, okay, dann geht das Lager auf die Hälfte. Zutatenqualität bleibt auf Maximum. Und dann gucken wir mal, was morgen die... was die Bonzenpizza bringt. Salami geht hier nicht. Fleischpizza geht hier nicht. So, bewegen. So. Position bestätigen. Machen wir Pause. So, hier unten links. Da ist der Park mit diesem Pavillon. Da möchte ich nämlich hin. Geht aber irgendwie nicht so richtig. Ja, abbrechen.
Was haben wir hier denn so in der Umgebung? Ich mache das anders. So, ich stelle ihn da hinten wieder hin. Zack. Gucken wir mal, was die Bonzenpizzen an Einnahmen bringen. Ansonsten gucke ich auch noch mal in meine Salami-Pizza. Mag die Zutaten nicht. Zutaten sind okay. Mag die Zutaten auf dieser Pizza. Ich würde irgendwie noch ein paar Zutaten raufklatschen wollen. Die sind irgendwie so leer. Paprika, Gouda, Olive. Mache ich ein anderes Mal. So, zack, raus. Ich werde mir zwischen den Aufnahmen nochmal richtig Zeit und Mühe geben. Und während des Spiels sehen wir halt zu, dass wir das Geschäft irgendwie verwalten. So, noch heute meldest du dich mal krank. So, Generalprobe. Guck mal. Jetzt habe ich hier drei Köche und ein Herd zu wenig. Gehst du mal nach Hause, der einen rübernimmt. So viel Laufkundschaft, aber nicht jeder biegt in die Pizzeria ein. Komm auf jeden Fall noch mal zwei Tische hin. Lieblingszutat für Bonzen ist Gouda. Regenwürmer für Bonzen. Boah. Aber sie wird offensichtlich bestellt. Da läuft es doch ganz schick bis jetzt. Hier auch. So, wie sieht's da aus? Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst. Dann wirst du neue Angebote bekommen. Verdiene 15.000 Euro. Okay. Hier ist irgendwie eher so die Veggie-Fraktion. Die nehme ich da sonst die anderen Pizzen gleich mal aus dem Sortiment raus. Kling. So, wie sieht's aus? Mit 30-Tage-Schnitt mache ich ordentlich Plus. So, Angestellte. Pause. Menükarte. So, die Bonzenpizza reduzieren wir sonst mal auf 2 runter. Von den 8 Pizzen wurden auch nur 2 gegessen. Gehen wir mal auf 6 runter. Von 7 Pizzen wurden 4 gegessen. Dann bleibe ich dabei. Oder? Ja, nee, so. So, erste Fleischpizza wurden alle gegessen. Dann erhöhe ich da ein bisschen. Die zweite Veggie, die kommt irgendwie gar nicht so gut an. Die müsste ich vielleicht nochmal überarbeiten. So, wie sieht's denn hier aus? Kein Geld, ne? Nee. Schau ich kurz mal rein.
Oder ich mache hier Pause mit der Aufnahme, schaue mir in Ruhe die zweite Veggie-Pizza an, schaue, dass ich die irgendwie mal ein bisschen ja, interessanter bekomme für die Kundschaft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.